Yo, hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio. Hier, guck mal. Hier, guck mal. Die habe ich ja alle weggekriegt, aber da hinten die blöden Würmer noch, da muss ich echt viel bessere Rüstung haben. Definitiv. Wir gucken mal, was die Forschung macht. Forschung. Was ist da los? Dem fehlt Brennstoff. Haste. So, Forschung. Ja, hätte ich gar nicht hochlaufen brauchen. Werkzeuggürtel. Ich will hier diese Rüstung haben. Nee, kein Kampfroboter. Ach, der Schaden dafür. Gibt es hier sonst noch irgendwo Rüstung? Ich glaube, das hier. Verteidigungstechnik. Da brauche ich das hier. Geschwindigkeitsmodul. Das kann ich ja auch machen da. Ich warte aber noch den Werkzeuggürtel ab. Boah, wenn ich sehe, was mit dem Eisen abgeht, ne? Hey. Das ist einfach zu viel. Och nö. Dann gib mir einfach noch mal ein paar. Alter, hier ist auch bald voll. Raus damit. Was kann ich denn hier noch nehmen? Die Zahnräder, da habe ich doch noch Kisten. Krass, wie viel hier ist, ne? Ich hätte gern ein großes Lager. Ein Stück näher ran. So. Ey, soll's aufhören damit? Aha, rechtsklick. Nicht linksklick. So, da oben habe ich ja auch schon Gegner zerstört. Und da unten, das sind die nächsten. Dann muss ich hier hin mal gucken, ne? Und die anderen, die sind ja noch recht weit weg. Ich hoffe, die tun mir nichts. Ah, wie sieht's da mit dem Strom aus? Ja, sieht eigentlich okay aus. Nachts wird's natürlich immer ein bisschen... Jetzt wird es... Ne, jetzt wird's hell, oder? Ne, es wird Nacht. Gibt es hier eigentlich eine Uhrzeit? Das wäre cool. Noch so eine Tageszeit hier hätte. So, wir müssen mal gucken. Das muss irgendwie noch optimiert werden hier. Der kann weg, den brauche ich ja gar nicht mehr. Was ist denn das? Liegt noch Kohle rum. Ach so. Wegen ihm. Brauche ich ja dann auch nicht. Der packt rein, der packt raus. Wieso packt er es denn dann aber da nicht rein? Oh, Kupfererz, stimmt doch. Und Kohle. Da packt da kein Kupfererz mehr rein. Doch, macht er. Alter. Ich check das bloß nicht. Es kommt weniger an, als ich dachte, aber Kupfer ist eigentlich nicht das Problem. So. Jetzt erstmal den hier. Ach da, forsche. Ja, und ich bleib mal hier drauf, schön im Kreis fahren. Was fehlt denn da? Er kann doch im Prinzip eigentlich hier das Eisen reinpacken, oder? Es kommt nicht vorbei da. Jetzt erst. Krass. Aber auch die Kohle hier oben, ne? Einfach zu viel. Hier ist nur Kohle jetzt wieder. Das ist übelst krass, einfach nur. Ich will doch mehr Eisen haben, Mensch. Was können wir denn noch so Schönes bauen? Boah, ein besserer Geschützturm wäre auch mal was, ne? Wo gucke ich denn dann nach hier am besten? Lasertürme. Oh, sehr gut. Da fehlt mir noch eine Batterie. Für die Batterie fehlt mir Schwefelaufbereitung. Dafür fehlt mir die Rohölaufbereitung. Die kann ich aber machen hier. Aber, boah, ich müsste eigentlich
Blöd ist, ich kann nicht sagen, der forscht das, der was anderes, der wiederum was anderes. Das ist ein bisschen schade, oder? Nee, also ich wüsste nicht, wie es geht. Wenn es geht, wäre ich für den Tipp sehr dankbar. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lange ich das jetzt hier zocke, ne, das Spiel. Ich glaube nicht, dass ich bis zum Ende komplett durchzocke, so. Raketensilo, heftig. Ja, wir gucken einfach mal, wie lange das noch Spaß macht, auf jeden Fall. Will ich eigentlich wieder ein bisschen Stein abbauen? Na komm. Es kann ja nicht schaden. So, ich gucke auch mal ein bisschen hier oben, dass die noch laufen. Die vier Stück. Und hier unten. Na gut, das... Boah. Das läuft ja sowieso. Das sehe ich ja hier allein schon. Guck mal, da ist schon Stau. Hier hinten. Aber die kommt schon gar nicht mehr... Na... Braucht er denn eigentlich dieses Zeug? Ich glaube schon, ne? Es müsste eigentlich einen Stromofen geben. Das wäre cool. Gibt es sowas denn? Ah ne, ich wollte ja nicht da gucken. Ich wollte gucken, was ich hier für Möglichkeiten habe. Da, Hochofen, Lichtbogenofen. Alter, was macht der? Aber was der schon alles braucht, ne? Oh, nee, wollte ich jetzt. Geht nicht. Geht eh nicht. Elektronischer Schaltkreis. Ich könnte ruhig noch ein Solarmodul bauen. Kann nicht schaden. Jetzt fehlen mir hier die Stahlträger. Boah, ich komme hier überall... Renne ich immer dagegen. So, aber jetzt... Gleich zwei. Alien-Artefakt. Was bringt das eigentlich? So, hier unten. Der kommt da nicht mehr hin. Baue ich den jetzt so hier in Reihe weiter. Pepem. Und es wird wieder hell. Es ist wieder hell, besser gesagt. Also richtig viel hat es gerade nicht gebracht. Ah, doch jetzt. Jetzt war es mal kurz im grünen Bereich. Ganz hinten bis voll. Sehr schön. Ach, er macht die Teile. Und der packt die dann wieder raus. Und dann landen die hier oben zum Schluss. So, zeig mal, wie weit seid ihr denn? Der kommt schon wieder nicht ran. Weil der nur Kohle ist. Ich muss das irgendwie mit der Kohle anders lösen. Vielleicht sollte ich das hier oben so bauen, dass sich das nochmal aufteilt. Oh, gute Idee. Hoffe ich. Teilerfließband habe ich ja sogar noch. So, Moment. Muss ich das einfach weiter hier vorne hinsetzen? Einmal. Oh, jetzt brauche ich die normalen Fließbänder. So, dann der weg. Jetzt teilt sich das nochmal auf. Da. Der geht wieder hier drauf. Total blöd eigentlich, ne? Aber... Oh, nein, nicht dahin. Nein, nicht dahin. Dahin. Da hier oben. Ja, komm. Jetzt muss ich nur überlegen. Es ist jetzt... Es kommt auf jeden Fall weniger hier an. So, und ich renne jetzt einmal hier durch und heb das komplett auf. Schnauze voll. Boah. Das ist voll die... Blöde
Idee eigentlich, ne? Also die Idee ist ja gut, aber wie man sich behelfen muss hier, ne? Ich weiß nicht, wo. Ich hätte wahrscheinlich viele kleinere Kreisläufe machen müssen und dann so Brücken dazwischen, ne? Wenn der eine das braucht, dann kriegt er das von dem. Wäre bestimmt besser gewesen jetzt im Nachhinein. Dann hättest du nämlich eine Straße für die machen können und eine Straße für die extra. Und dann so ein Teiler dazwischen, dass es immer definitiv für ihn was gibt und für die hier, wobei die ja gerade eh nichts herstellen. So, und das war mir klar. Ich habe hier die Hucke voll. Voll. Komplett. Ich kann doch eigentlich noch so ein paar. Was habe ich denn hier? Intelligente Kiste? Was macht denn die? Da bin ich mal gespannt. Was heißt intelligent? Inwiefern? Krass. Ich will die mal da hinten bei der Kohle hinsetzen. Boah. Musst du eigentlich auch da dran stehen, oder? Steht nichts dahinter jetzt, was die kann. Und die hier, die kann ich eigentlich. Moment, erstmal hier die Kohle loswerden. Natürlich geht das nicht. Mal nur eine Stahlkiste dahin. Oh, ich hab. Hä? So, dann hier wieder raus. Aber heftig, ey. Oh nein, das soll da nicht rein. Die Stahlkiste ist aber schön groß. Boah, da kann ich doch eigentlich gleich alles rausnehmen hier, oder? Na gut, alles kriege ich nicht rein. Zack, voll, voll. Nicht mehr voll. Schön. Müsste sowas wie einen Mülleimer geben. Das nervt mich hier, dieses eine Ding. Komm. Ups. Das war hier. So, weg. Jetzt habe ich nämlich in meinem Inventar irgendwo so ein defektes davon. Hier. Gibt's nicht sowas wie einen Mülleimer? Da ziehe ich den jetzt einfach hier so hin. Wenn die hier vorbeirennen, dann werden die immer wieder zurückgeschleudert. Haha. Ja, das ist ja schön, ne? Ich glaube, schneller Greifarm bringt's mehr. Aber nimmt sich ja nicht viel. So, jetzt kommt hier gleich die Kohle nicht mehr an, wegen dem ganzen Eisen. Ey, das gibt es doch nicht. Eisenkiste kann ich auch gleich mal gucken hier. Voll. Eisenkiste für Eisen. Das ist Stein. Ich habe doch irgendwo meinen Ofen gehabt, ne? Packe ich hier mal Stein rein. Da kann er ruhig ein paar Ziegel machen. Also es ist schon wichtig, dass auch die Kohle hier ankommt, ne? Aber das ist schon deutlich weniger. Nur ist gleich wieder vollgefressen mit Eisen. Warte, da gehe ich nochmal durch hier. Heb da nochmal so ein bisschen was auf.
Das nicht. Und hier muss ich ja eigentlich ausleeren. Damit er das auch wieder einsammelt. Und zwar packe ich das hier oben rein. Keine Ahnung, wie viel es jetzt noch waren. Ja, die paar behalte ich. Inventar ist ja wieder schön übersichtlich. Geschützturm habe ich sogar noch. Wie sieht es denn mit der Forschung aus? Oh nee, grün fehlt. Weil ich die Teile hier rausjagen muss. Was waren da eigentlich noch für Fließbänder? Schnelles? Ach so. Ich will gar kein schnelles haben, weil ich muss erstmal andere Sachen regeln hier. Das sieht gerade ganz gut aus, aber jetzt wird es schon wieder voll. Dem fehlt sicherlich jetzt Kohle hier. Ne, der hat irgendwo einen Stein herbekommen. Keine Ahnung. Woher? Kannst du mal schön damit reinpacken. Holzkiste. Ne, jetzt gehen die ja ganz durch. So, warte mal. Die hier hinten muss ich ja eh manuell bestücken. Wenn ich was Grünes hätte. So, der kriegt es noch hier. Hups. Autosave. Kupfererz. Hier landet eindeutig zu viel von den Erzen. Oh, weil hier voll ist. Eine Stahlkiste. Da fehlen mir wieder Stahlträger. Die müssten ja hier vorne drin liegen. Komm schon. Genau. Die mache ich direkt alle weg. Weil die Stahlkisten sind die größten hier. Das ist nämlich auch noch eine Eisenkiste. Die verschwinden jetzt hier einfach alle. Kommt jetzt Stahl hin. Und schon ist wieder Platz. Aber echt eine Menge Platz. Der ist auch voll. Genau, Stahl dahin. Na, warte mal, hier hinten, der sollte... Hä? Ich dachte, ich hätte gerade hier irgendwo Stein gesehen. Zack, weg. Stahlkiste hin. Yeah, yeah. Boah, schön, wie viel da reinpasst. Das sind richtig schöne große Kisten. Noch mehr. So, das reicht aber jetzt, ne? So, der hat Platz, der hat Platz, der hat Platz. Die Eisenkiste. Steinkiste meine ich. Kann man ja erstmal so lassen. Mein 47 Stein, da kann ich jetzt... Ne, machen wir im nächsten Part. Ich danke an der Stelle fürs Einschalten, bewerten nicht vergessen. Wenn er Tipps hat, bitte gerne in die Kommentare. Bitte gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, bis dahin. Tschüss.